Wir machen deine Bierdeckelchen. Es sind natürlich jetzt für so späte... Oh Gott. Ihr Jungs sind schuld. Ja, wer denn sonst? Bützelst du beim Karneval fremd? Nein, nie. Das bist du nicht. Schon mal aus einem Club rausgeflogen? Nein, noch nicht. Ich bin viel zu lieb und zu langweilig. Wie ist es eigentlich so in deinem Alter? Gehst du, Entschuldigung, du bist 44, jünger als wir alle hier auf dem Tresen. Aber gehst du denn noch in Disco-Dirks-Clubs und feierst mit deinem Mädchen? Natürlich gehe ich noch in Disco-Dirks-Clubs. Und ist es tragisch irgendwann? Oder nein, kann man als Frau zwischen 44 und 53 noch in Clubs gehen? Absolut. Wenn du ausgehen möchtest, sag mir Bescheid, ich nehme dich mit. Ich würde das gerne mal machen. Ich glaube, das war Sinn und Zweck der Frage. Wurdest du schon mal mit Sarah Connor verwechselt? Ja, ganz oft. Und sie auch mit mir. Die sagen immer alle, wir sehen gleich aus. Ich glaube, aber auch mit Sonja Kraus und Barbara Schöneberger. Ich glaube einfach, blonde Frauen mit großen Brüsten sehen alle gleich aus. Ja, ich kenne das auch. Ich werde sehr oft mit Lotto Tom Paar verwechselt. Ja, wirklich. Hey, Lotto, was ist das mit deinem HSV? Ich bin nicht Lotto King Karl. Kannst du, ich versuche gerade... Ob ich wiederbeleben kann? Ja, kann ich. Möchte einer, dass ich... Könntest du das? Mache? Ich habe jetzt gerade gehört... Guck mal, da gehen sogar ein paar Hände hoch. Ich freue mich. Ich mach's nachher. HLW ist die 0815-Übung bei jedem Motorrad. Aber man bläst ja nicht mehr, habe ich gehört. Also man macht schon noch so... Oh, dann kann ich's nicht. Druck. Und dann macht man aber nicht mehr... Sondern? Nee, anscheinend nicht, habe ich gerade irgendwo gehört. Hat das was mit der Ehe zu tun? Ich weiß es nicht. Würdest du für eine Rolle lieber zu oder lieber abnehmen? Ich glaube... Oh Gott, das ist eine gute Frage. Aber in Hollywood zum Beispiel, die nehmen ja gerne zu, nehmen auch schnell wieder ab. Da kannst du das super machen. Ansonsten, ich finde erstmal, die Rolle abnehmen ist besser, weil dann kannst du danach wieder schön drauffressen. Drauffressen oder so. Aber oder dieser du Druck, sie halt erst drauf. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Naja, aber und vor der Rolle freut man sich ja mehr auf die Rolle. Aber weißt du was, wir sind ja leider nicht in Amerika. In Amerika kriegst du direkt jemanden zur Seite gestellt oder mehrere und dann wird dir das einfach so draufgefressen. Ja, aber und trotzdem, wieder überleg dir mal, also du musst Amerika erst draufressen. Mal sehen. Ich dann auch. Ist die Rolle vorbei, der Film, und dann musst du immer noch Belohnung noch runterhungern. Das ist, das ist krass. Also andersrum. Also ich glaube, wenn die Amis auf ihr Konto gucken, dann machst du das dafür schon mal. Hier steht, komm, Janina, hier steht Janina, würde ja, ich sagen. Ja, ich warte auf deine Metallica-Performance. Ja, weil ich das T-Shirt an. Ach so, das habe ich noch gar nicht. Weil ich noch gar nicht geguckt habe. Aber ich finde einfach ich liebe die T-Shirts geil. Ja, genau, aber ich liebe die T-Shirts. Hast man das als cooler Rapper, wenn Frauen so Hardcore-Metal-T-Shirts tragen, aber gar nicht wissen, wer es genau ist? Wenn doch, ich weiß das und ich habe James Charles noch gesehen. Solange sie keine Fanta-T-Shirts tragen, wenn ich genau wissen, Kleid haben, sind es mir scheißegal. Und das ist kleidsam. Sehr kleidsam. Danke. Müsst ihr euch zusammenreißen, nicht ständig dahin zu gucken und Metallica zu lesen? In meinem Alter. Nee, ich reiß mich nicht wegen dem Metallica zusammen. Leute, ich würde sagen, wir schaffen das nicht mehr alles. Und ich sage, juhu, oh mon amour.